Könnten auch Schwertkämpfer einsetzen. Herr, Schwertkämpfer sind trotzdem nicht verkehrt, auch wenn der Armbrustschützen hat. Können wir vielleicht auch mal ein paar machen. Ja, Achtung! Setzen wir auch zu selten ein. Machen wir es bei dir. Einfach durch. Augen zu und durch. Da hat ja nicht mal eine Zugbrücke. Einfach aufmachen, aufmachen, drin. Hier ist es eine sehr direkte Sache. Es werden Waffen, es werden Waffen benötigt, Sire. Ja. Beschleunigen wir das Ganze mal. Holen uns jetzt mal so 40 Schwertkämpfer dazu. Das könnte vielleicht dann doch ganz nett werden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Jetzt haben wir ja das Geld. Wir haben zu viel Hopfen, merke ich gerade. Da können wir ein bisschen was loswerden, statt dass wir mehr Getreide machen. Davon haben wir wieder zu wenig. Wir haben gar keine Farm mehr, außer die da unten. Waffen geschultert! Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt, so. Fürs Rekrutieren können wir wieder ein bisschen hochgehen. Kabum. Also den könnten wir auch super schlachten. Ich meine, der hat ja wirklich hier schön offen. Da müssen wir bloß das eine Tor erwischen. Und dann rein. Das ist eigentlich echt ein Kinderspiel. Dafür hat er aber auch sehr wenig Geld. Zumindest im Vergleich zu den anderen Friedrichs. Aber er hat Geld. Wir werden immer stärker. Weißt du was, dann machen wir den schnell. Den würden wir sogar schnell mit Streitkommenkämpfern kriegen. Wir können uns eine kleine Streitkommenkämpfer-Division für ihn erstellen. So 100 Stück dürften da reichen. Obwohl, bei dem, was er an Schwertkämpfern hat, das wird problematisch. Seid gegrüßt. Dann bräuchte man einfach ein paar mehr. Lass ich die Streitkämpfe einfach auf der Seite und rekrutiere dann einfach Stück für Stück welche, um eben das zu tun. Ansonsten sammelt sich der gesamte Rest mal bitte da drüben. Die Nummer 4, die 5 und die 6. Und die Nummer 3 kommt hier rüber. So. Hätte man das schon mal so weit sortiert. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt sein. So. Machen wir auch schon mal wieder ein bisschen was. Können wir zwei Angriffe parallel führen. Ja, ist das nicht toll? Hi. Je mehr weg sind von den Friedrichen, desto weniger muss ich mich um Ritter kümmern, die mir hier auf die Klöten gehen. Ja, es werden Waffen benötigt sein. Also, könnte die KI sich gegenseitig Gold zuschaufeln, wäre von der Rollenverteilung Friedrich der perfekte Supporter. Einfach nur, weil er selbst keine Waffen kauft und dementsprechend unglaublich schnell Gold anhortet. Der macht seine Truppen ja nur aus Eigenproduktion. Und man merkt ja, wie schnell der Gold scheffelt. Wenn er wirklich dieses Geld, was er sich so anhamstert, nutzen würde, um andere KIs, die mehr Goldverbrauch haben, zu pushen damit, dann wäre das richtig übel. Dann wäre das wirklich so eine aktive Rollenverteilung. Dann wäre Friedrich so der Wirtschafter unter denen. Also bevor ich erfahren habe, dass der überhaupt keine Waffen kauft, habe ich mich sowieso immer gefragt, wo nimmt der immer die Kohle her? Ich habe mich das vorher nie gefragt, weil Friedrich... Was wünscht ihr? Ihr seid... Mir ist es nie so aufgefallen, dass der im Early Game so unglaublich schlecht ist. Dass der am Anfang einfach keine Truppen großartig holen kann. Endlich! Bewegt euch, Hunde! Ich habe meistens nur darauf geachtet, dass er im Endgame dann doch ziemlich gut rekrutieren kann. Aber nur wenn seine Wirtschaft läuft. Von Kaiser Friedrich. Wir werden immer stärker. Oh, jetzt war wieder kaputt gemacht. Ei. So nervig. Aber so nervig. Schultert die Waffen. Haben wir noch alles andere? Ja, haben wir noch da. Ist immer gut, alles andere da zu haben. Ei. Wie viel kostet es eigentlich, wenn wir jetzt 290 und 180? Das bedeutet 370, 470. Ich war gerade irgendwie mit den Zahlen falsch. Für 5 Stück 470. Bei Streitkommenkämpfern 390 und 125. Das wären nur 415.
Die Streitkrankkämpfer sind sogar günstiger. Interessant. Wenn man sie nicht selbst produziert. Wenn man sie einfach so kauft, sind die Streitkrankkämpfer tatsächlich günstiger als Pikiniere. Darauf habe ich noch nie so aktiv geachtet. Das ist natürlich interessant. Ich meine, die Streitkolben sind genauso teuer wie die eisernen Rüstungen. Aber die Harnische sind günstiger als die Piken. Die Sache ist nämlich die, so ein Streitkolbenkämpfer ist nahezu gleich stark wie ein Pikinier. Der Streitkolbenkämpfer gewinnt sogar mit einem Lebenspunkt oder so. Die Unterschiede sind halt, der Streitkolbenkämpfer ist viel offensiver, macht viel mehr Schaden und ist schneller. Die Pikiniere haben eine viel höhere Defensive. Und vor allem eine unglaubliche... Also ich glaube, die haben einfach unglaublich viele Lebenspunkte. Weil sie halten mehr Armbrustschüsse aus als ein Schwertkämpfer. Was sehr lustig ist. Die Schwertkämpfer halten dafür mehr Bogenschüsse aus. Hi. Es werden Waffen dementsprechend sind Pikiniere eigentlich ideal, um das erste Feuer auf sich zu ziehen, den Burggraben aufzubuddeln, vielleicht aufzumachen und die Streitkampfkämpfer dann zum Durchstürmen. Die Streitkampfkämpfer gehen unglaublich schnell durch Pfeil- und Armbrustschuss drauf, sind aber sehr, sehr flink und hauen ordentlich rein. Es werden Waffen benötigt, was wünscht ihr? Ich glaube tatsächlich, so die Kombination Pikiniere-Streitkampfkämpfer richtig eingesetzt, wie wir es letztens schon gesehen haben. Die Pikiniere gehen vor, dann kommen die Streitkampfkämpfer zum Aufräumen mit rein. Das kann unglaublich geil sein. Ei. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Vielleicht sollten wir das doch im Kombinationsangriff machen. Manchmal hilft nur Muskelskill. Wie können wir helfen? Was wünscht ihr? Auf ins Getümmel. So. Dann haben wir es ja bald soweit. Wollen wir noch ein paar dazu? Ja, und gut ist. Es werden Waffen benötigt. Ja, endlich. Bewegt euch, Hunde. In Ordnung. Der Marsch wird uns gut tun, eure Leute. Wie ich mich noch daran erinnern kann, wie die Streitkolbenkämpfer in Stronghold 1 noch was richtig, richtig was Besonderes geht's? Starkes waren. Zum Zeitpunkt, als sie das erste Mal eingeführt wurden. Und also hat er ewig lang gegen die Ratte gekämpft und hatte nur Lanzenträger und Bogenschützen. Ja, und als dann die Schlange mit den ersten Streitkolbenkämpfern kam. Und die waren so stark. Da hat ein Streitkolbenkämpfer wirklich mehrere Lanzenträger weggeknüppelt. Und ich dachte mir, boah, sind das starke Einheiten beim ersten Mal Stronghold spielen. Und irgendwann kamen dann die ersten Schwertkämpfer und ich habe gemerkt, wie die einfach draufgehen, so in Riesenmasse. Und denk mal einfach so, okay, die Stärkeverhältnisse sind jetzt ewig krank. Scheiß Patrouillen, die versäumen den ganzen Angriff. Wir werden immer stärker. So, weiter. Komm, ihr geht noch rüber. Ihr seid zu schnell, ihr seid zu schnell. Ihr seid da, bevor die Party überhaupt losgeht. Alter, nein! Nein, 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 was zum Teufel? Was kommt denn jetzt hier? Schwertkämpfe? In Ordnung, eure Lordschaft. Wer spießt am meisten auf? Zu Diensten, eure Lordschaft. Schultert die... ihr könnt auch mit rüber. Guckt mal auf. Einmal volle Hütte, bitte. Was macht ihr denn? Hab ich mich da hochgeschickt? War ich so blöd? Wirklich? Aber mein Wille nicht. Im Prinzip ist seine Burg schon offen, aber ich nehme lieber den direkt an Ulrike rein. Ich sagte den. Oder auch nicht. Es ist in Ordnung. Herr Friedrich. Ich glaube, das wird nichts. Eure Truppen fallen vor der kaiserlichen Armee. Gebt auf. Ich bin total verwirrt. Nee, total. Alter, ist Friedrich echt ein defensives Monster. Er ist echt ein Monster. Vor allem, wie viele Armbrustschützen der Typ hat. Aushungern will ich den nicht, aber durch den Sturmangriff... von Kaiser Friedrich. Eure Truppen fallen vor der kaiserlichen Armee. Gebt auf. Könnt ihr nicht sehen, dass ihr verloren seid? Das ist echt ein richtig übles Monster, ey, defensiv. Einfach dieses, die Menge an Armbrustschützen, das knallt echt alles weg. Auch die Menge an Pikinieren hat er keine großen Chance. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Wie machen wir das mit ihr, Freundchen? Wir könnten mit massig Armbrustschützen und Schilden natürlich alles versuchen zu clearen, so gut es geht. Machen wir es auf diesen Weg, ja. Ist wohl wahrscheinlich der günstigste noch.
Wir könnten auch berittene Bogenschützen machen in Masse. Obwohl es bei dieser Verteidigung selbst die berittenen Bogenschützen schon ziemlich doof gucken. Ich glaube, das mit den Schilden ist dann die bessere Wahl. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Aber Schützen sind genauso teuer wie Streitkorbkämpfer. Von den Anschaffungskosten her. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Das heißt, statt mit 100 Streitkorbkämpfer kommen auch mit 100 Armbrustschützen kommen. Bereit, eure Lordschaft. Genau, ihr zieht bitte das Feuer auf euch, die Armbrustschützen töten. Auf dem Weg. Aber gern. Deswegen mag ich diese Combo auch so gerne. Beginiere, Armbrustschützen. Beginiere sind die Tanks, die Armbrustschützen sind die Damage-Dealer. Die Range-DDs. Achtung! Fertig, Rollen verteilt. Funktioniert, harmoniert. Ist glücklich. Atmet noch. Gut, die Gegner meistens nicht mehr, aber ansonsten alles in Ordnung. Hi. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, der Schwarze geht mir auch auf den Sack. Hi. Es werden Waffen benötigt, Sire. So. Achtung! Es werden Rekruten. So, dann belabert mich mal wieder ein bisschen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren. La. Wisst ihr, wie schön es wäre, Shift gedrückt zu halten und das einfach machen zu können? Aber das geht leider nicht. Das ist so, auch so ein Wunsch, falls es mal Crusader Redesign geben sollte. Bitte. Das sollte man mit Shift machen können. Oder. Oder gleich eine Anzahl angeben, wie viele produziert werden sollen oder so. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt sein. Brot sieht, ja, Brot sieht wieder sehr gut aus. Da können wir sogar verkaufen. Ich sehe gerade schon wieder, dass meine Getreidevorräte wieder am Arsch sind, weil wieder hier Friedrich mit seinen Tripperrittern wieder vorbeigeritten ist. Was soll das? Unser Werkzeug ist bereit. Ihr könnt das nicht dort. Ich will noch ein paar Feuerballisten wieder zupacken, um effektiv rauszusnipern. Das könnte so noch ein bisschen das Tüpfelchen auf dem I sein. Konstruieren Belagerungsgeräte. So, ich glaube, dann haben wir genug Schilde. Konstruieren Belagerungsgeräte. Komm, ich mach mal einen Feuerballisten dazu. Ihr könnt das nicht dort platzieren, halte ich gerade für eine gute Idee. Eine Nachricht von Kaiser Friedrich. Wir werden immer da ist schon wieder ein Hast du. Ich darf einfach meine Zeug. Wir werden überfallen. Meine Zeug. Ich darf einfach meine Zeuge nicht bauen. Ich darf meine Zeuge nicht bauen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen. Bauen. Nee, so sagt das keine dahin. Es werden Waffen benötigt, Sire. Hauen wir doch mal ein bisschen was weg. Ich hätte gerne noch ein paar mehr. So, danke. Achtung! Hi. Ich gibt's auch noch, wunderbar. Waffen geschultert. So, 122, das ist doch mal eine Zahl. 33 Schilde, auch eine Zahl. Diese ganzen schönen Zahlen, nicht wahr? Und los! Und ihr seid auch eine Zahl. Schild bereit! Waffen geschultert! So, ihr Frauen, ihr Zuhörende, Ballisten und meine Pikiniere. 41 sollten reichen für das, was dann übrig bleibt. Achtung! Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Da schießt schon die Balliste, von da sollten wir uns ein bisschen beeilen. Und los! Sire! Eure Lordschaft? Vorwärts, Pikinier Winston! Balliste, bereit, my lord! Schild bereit! Und vorwärts und hinterher und hier ebenso. Hier auch. Auf geht's, bevor zu viel zerquetscht wird hier. So, die großen Geräte kaputt machen bitte. Hier ebenso. Geräte. Errate das Spiel. Geräte. Das ist zu leicht. Habe ich schon so oft gebracht. In Ordnung. Eure Lordschaft. Balliste bereit, my lord. Balliste. Verleidliches Ziel. Was sagt Fraulich dazu, dass er immer so oft erwähnt wird? Warum gibt es eigentlich nur ein Herrlich und keine Fraulich?
Das ist irgendwie diskriminierend, oder? Nein. Balliste bereit, Milo. Schild bereit und los. Schild bereit. Balliste bereit, Milo. Auf dem Weg. So, diese Ruhe. Nieder mit ihnen. Hi. Verstärkung. Noch mehr Verstärkung. Noch viel mehr Verstärkung. Und wie schaut's aus? Kommt, aufrecht. Boah, ist dädisch. Sagt der Sachse. Macht mal weg da. Das Ding nervt. Danke. Macht das auch noch weg. Warum sind da so viele Mangen, die besetzt werden? Ja, gut, weil der Baumeister ohne Ende spammen kann. Braucht man schließlich keine Waffen. Nicht wahr, Friedrich? Da greife ich noch. Alle meine Schilde sind kaputt. Das gibt's doch nicht. Eure Lordschaft? So, die Schwertkämpfer werden jetzt schon mal ein bisschen weiter angepokt. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Zu Diensten. Der Marsch wird uns gut tun. Lager ist voll, my Lord. Ja, jetzt kommen die ganzen Ochsen hier durch. Und schon wieder. Wir geben unser Bestes. Schultert die Waffen. Verzeihung, Sire. 21, das wird nichts. Was wünscht ihr? Verzeihung, Sire. So, jetzt wird aber endlich mal was hier. Stark und Tempo hole ich mir auch gleich noch mit dazu. Es werden Waffen benötigt. Sind super für den restlichen Sturm wieder. Ja, Herr. Alter, jetzt kommen die raus. Ein bisschen weiter rauslocken, bitte. In Ordnung. Aber gern. Wo hat denn der seine Waffenkammer? Drin, schade. Naja, wäre auch schön blöd, wenn es nicht drin hätte. Ja, Herr. Friedrichsburg ist nach einer historischen Burg. Designs, nach der Nürnberger Burg, genau gesagt. Und historische Burgen haben die Waffenkammer drinnen, nicht weit draußen. Wäre ziemlich kacke, dem Angreifer seine Waffen zu überlassen. Jetzt werden wir langsam zurückgedrängt hier. Ist nicht gut. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Ist die neue Verstärkung echt schon da gewesen? Es ist schon ein harter Kampf. I'm sorry. Was wünscht ihr? Die Nachricht von Kaiser Friedrich. Wir sind bereit. Kommt nur. Werdet zugrunde gehen. Komm, das muss funktionieren. Boah, wie viel ich verliere schon allein von der Nachbarburg, die rüberballert. Kommt rüber. Der Marsch. Und weiter. Und vor allem die Waffenkammer erwischen. Alles andere ist erstmal nebensächlich, aber dann hört er mal auf zu rekrutieren hier. Ich muss nämlich alles neu produzieren. Die arme Sau. Und dann bekämpft bitte da unten den Pennerhof. Alter, hat er viel Geld. Hat er viel Geld. Pläne drohen zu scheitern. Zeit für eine neue Strategie. Da kommen gleich die nächsten, was der oben an Baumeistern gesammelt hat. Zu Diensten. Schultert die Waffe. Voll die Akkordarbeit. Ich krieg schon Teil des Arm vom Bauernprügel. Ah. Hi. Es werden Waffen benötigt sein. Ja, komm. Oh, scheiß Mangel. Warum musst du die ganze Zeit. Der Schwarze ist echt total nervig. Den hole ich mir als letzten. Was wünscht ihr? So, ihr geht dann hoch und ihr kommt zur Unterstützung mit dazu. Klatsch, klatsch, klatsch. Also ich hätte keinen Bock mehr dazu spawnen, wäre ich ein Bauer. Ich glaube nicht, dass die Wahl haben, sich ihren Spawn frei auszusuchen.
Günther, komm hoch. Von Kaiser ja, das ist also der Tag, an dem das Reich seinen Kaiser verliert. Der Marsch wird uns gut. Das ist eine leckere Summe. Mit der kann man was anfangen. Das ist auch so eine Todesfalle. Hier könnte man durch. Hier könnte man auch die Türme besetzen, aber bis man da durch ist. Schwierig. Hi. Es werden Waffen benötigt sein. Achtung! Es wird so. Es werden Waffen benötigt. Ach, ich spiele schon die ganze Zeit auf 90. Ich wollte gerade sagen, wir gehen zum Rekrutieren mal höher. Ich habe gerade gleiche Geschwindigkeitsrausch, wie man auf der Autobahn hat. Wenn man dann Autobahn verlässt und alles so langsam vorkommt. Ich habe mich schon an die 90 jetzt gewöhnt, ich dachte, das wäre die 60. Macht eure Armee bereit. Es ist Zeit für Krieg. Oh, es werden da greift er an. Das größte Problem, das Friedrich hat. Ich hätte schon mal eher auf die Idee kommen können. Ich hätte Burggräben machen können. Allgemein würde ein Burggraben hier irgendwo mich wunderbar vor den Rittern schützen. Einfach so einen Burggraben machen, Ritter kommen nicht durch. Das ist die größte Schwäche von Friedrich. Er hat nichts, was Burggräben aufbuddeln kann. Wäre eine Idee, ne? Aber so eine See außenrum auszuheben, das hätte funktionieren können. Wäre aber auch dann ein bisschen langweilig gewesen. Gut, er hätte mich noch mit seinen Tribocken nerven können, das auf jeden Fall. Aber seine Nahkämpfer wären nicht mehr durchgekommen. Meine Wirtschaft wäre sicher gewesen. Also anstatt dem hier, statt der Mauer hier, hätte ich genauso gut einen Burggraben hinschippen können und hier einfach eine Zugbrücke hinmachen können. Das hätte funktioniert. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. So, machen wir die Dream Combo und dann machen wir den gelben weg. Der hat mittlerweile auch ganz gut was an Speck dran, oder? Alter, der Schwarze. Der hat bald die 100.000. Fast Verschwendung, ihn als letztes zu machen, aber den kriegen wir, glaube ich, am schwersten überhaupt geknackt, oder? Jetzt, wo sein Angriff vorbei ist. Wir müssen halt den Angriff abwarten und direkt danach angreifen. Der mag einfach den Grabstein nicht. Ist was Persönliches. Es geht weit auf die Kinder zurück. Lass mal voll mit dem Gesicht, voll mit der Fresse gegen den Grabstein gelaufen. Jetzt kommen so die Flashbacks zurück. Ja, alle Scheiße, ey. Hi. Es werden Waffen benötigt sein. Das Vorratslager ist voll, my lord. Ich find's echt lustig, wie die KI das einfach nicht mag, wenn da so diese Statuen stehen. So, noch mehr von euch. Yay. Soll richtig das absolute Günther-Sturmkommando kommen. Ja, das ist die GS, die Günther-Staffel. Es werden Rekruten benötigt sein. Achtung! Ja, Herr! Hi! Ja, Herr! Es werden Waffen benötigt sein. So. Warum habe ich eigentlich irgendwie nur ungerade Zahlen Streitkolben? Was ist da passiert? Es werden Waffen benötigt sein. Ich kaufe beide Waffen nur. Ich habe einen Abo-Schützen bestimmt ausgebildet. Nee, Moment mal, aber das erklärt nicht nur Ah doch, wird schon irgendwie hinhauen. Ja. Es werden Waffen benötigt. Es werden und Waffen noch mehr. Alles noch per Handarbeit, nicht wie bei Extreme, alles wird uns vorne machen zu lassen. Oder Spezialfähigkeiten. Hallo? Ich bin schon zu verwöhnt davon gewesen mittlerweile. Gut, dass ich zum Standard zurückfinde. So, bereiten wir mal alles vor. Dann warten wir mal den nächsten Angriff vom Schwarzen Friedrich ab und dann holen wir den uns. Das ist einfach. Danach hätten wir direkt unser Geld wieder aufgestockt. So, noch ein paar Veganiere. Defensivkraft können wir gebrauchen. Hi. Es werden Waffen benötigt sein. Zu Diensten. Und noch mehr von euch, Freunden. Euch, Freunden. Es werden Waffen benötigt sein. Aber ein paar Ambusschützen sind auch nicht schaden. Es werden Waffen benötigt sein. So. Aber ganz ehrlich, zu Friedrich würden rein
Anstatt Schwertkämpfer sollte er Pikinierenmasse machen. Das würde besser zu ihm passen auch. Finde ich. Ich meine, so ähnlich wie es auch der Kaiser hat in... Nun, Crusader 2. Der macht auch Pikinierer-Armbrustschützen. Das funktioniert, das ist gut. Das ist eine schöne Kombo. Und dann noch Waffen kaufen, bitte. Weil wenn er die Pikiniere tatsächlich selbst produziert, das dauert noch länger als bei den Schwertkämpfern. Weil einfach nur weil die Hellebarden so länger brauchen als die Schwerter in der Produktion. Schon ein bisschen undankbar. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt, Zeit. Ja, endlich. Wir haben noch einen Bogenschützen. Auf ins Getümmel. Aber ganz ehrlich, die können wir jetzt auch mal hier sammeln lassen. So. Nein, Hellebarden sind keine äußerst geistreichen Sänger. Und Prophylaxe sind keine hauptberuflichen Speisefische. Jochen Malmsheimer ist echt klasse. Was gibt's? Hi, es werden Waffen benötigt. Stopp! Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, Herr. So, Getreide hat mal wieder Probleme. Lass mich raten, der Herr Friedrich ist wieder mit seinem tollen Ross vorbeigeritten. Höchstpersönlich. Hat auf die Getreidefarm gespuckt, eine Fackel drauf geworfen und dann nochmal drauf gepisst. Und ist weitergeritten. Ja. Wohl, draufpissen. Hat wahrscheinlich noch drauf gekackt, ordentlich, um dann noch ein bisschen nachzudüngen am Ende. Ich glaube, sein Stuhlgang ist einfach leicht entzündlich. Das hat er so als extra Brennpast gemacht. Wir werden überfallen. Es werden Waffen benötigt, Sire. So. Jetzt haben wir ordentlich was zusammen. Jetzt muss man bloß noch warten, bis Friedrich endlich mal angreift hier. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so direkt darum bitten. Aber könntest du mal bitte? Es werden Waffen benötigt, Sire. Oh, wir sind kurz vor Maximum. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wie viel haben wir denn? Oh ja. Oh ja, damit kann man was anfangen. Ich könnte natürlich auch wieder über die Mauer. Oh, ne. So, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich glaube, es ist tatsächlich besser aufzubuddeln und mit dem Belagerungsturm wieder ranzufahren. Vor allem hier kommen wir direkt über die Mauern ran an ihn. Hier müssen wir auf jeden Fall mit dem Belagerungsturm ran. Das ist viel besser. Ich schwöre. Wir können... Nee, ich glaube, wir können nicht in unseren alten Belagerungsturm rein. Schade. Na, wie schaut's denn aus, Fridolin? Gut, solange wir noch nicht das Maximum erreicht haben, können wir noch ein bisschen nachdrücken. Drücken, drücken. Na, immer noch nicht. Wo ist denn die maximale Größe derzeit? 546 ist ja fast langweilig. Aber stell dich mal vor, die KI würde das auch machen. Stell dich mal vor, Friedrich würde wirklich auf 500 bis 600 hochgehen und er ist dann auch wirklich mit so 400 Truppen angreifen. Das würde ordentlich knallen. Hi. Mit Tricks kann man das ja machen, dass die KI das tut. Zumindest wenn man sie als Verbündeten hat. Kann man die Truppen sammeln lassen, weiß ich. Das ist auf jeden Fall cool. Und dann werden die KIs das erste Mal richtig, richtig bedrohlich und können auch sehr effektiv andere KIs ausschalten. Ja, diesen Massen an Einheiten. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Kurzer Prozess. Aber das ist es eben. Irgendwie machen die KIs einfach... Ja. Die hören zu schnell auf, die Angriffe stärker machen zu lassen. Ich meine, die Angriffe werden so 4-5 Mal stärker und dann hören sie auch stärker zu werden. Obwohl noch reichlich Luft nach oben wäre. Was wünscht ihr? Eure Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Aber nur fast. Oh, jetzt haben wir es. Wir haben 560. Ich glaube, damit können wir dann über alles drüber wischen. Mit einem Mal. In Ordnung.
Geht doch länger. Ich dachte so, ja, das wird was von 2 Folgen, aber ich glaube, das sind jetzt schon 2 Folgen, oder? Dann anscheinend doch 3. Ich glaube, jetzt brauchen wir noch eine, um das alles restlich aufzuwischen. Aber schön, ich würde mal sagen, den ganzen tollen epischen Angriff von uns und das Abwarten von Friedrichs Angriff machen wir dann in der nächsten Folge, denn ich brauche so eine kleine Toilettenpause und so. Dann bis zur nächsten Folge.